Wertes Publikum, wir widmen diese Präsentation der Gmünder Bevölkerung und allen Freunden des Waldviertels. Wir hoffen, dass sie Grundlage sein wird, die Einmaligkeiten eines Universums vor der Haustür nachhaltig zu bewahren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Präsentation jener Naturschätze, die Gmünd aus der Masse europäischer Städte herausheben. Als besondere Perle liegt die Grenzstadt mit ihrer außergewöhnlichen Stadtumrahmung im 6800 Kilometer langen, völkerverbindenden grünen Band, das sich von Murmansk am Eismeer bis zum Schwarzen Meer erstreckt. Es verbindet ehemalige Grenzstreifen, in denen wertvolle Natur vielfach unbeabsichtigt bewahrt worden ist. Zum Teil direkt vor der Haustür menschlicher Siedlungen leben rund um Gmünd noch Wesen, die in ausgeräumten Landschaften keine Heimstätte mehr haben. Genießen Sie die Schönheit aus landschaftlicher Vielfalt und Artenreichtum. Staunen Sie über die Attraktion eines streckenweise noch ungebändigten Tieflandflusses, genauso wie über die Harmonie alter, bäuerlicher, wiesenbetonter Kulturlandschaften. Erleben Sie die faszinierende Welt eines Universums vor der Haustür. Überraschend viele, zum Teil stark bedrohte Arten haben hier überlebt. Unsere Kostbarkeiten stehen in engen Wechselbeziehungen zum angrenzenden tschechischen UNESCO-Biosphärenreservat Cibonsko. Dieser Blick auf Gmünd zeigt, welche Einmaligkeiten unsere Stadt zu bieten hat. Nur mehr selten gibt es im dicht besiedelten Europa noch Naturjuwele dieser besonderen Güte, die sich wie ein Schutzschild fast um die ganze Stadt spannen. Die Lebensräume einer außergewöhnlichen Stadtumrahmung sind eng miteinander verzahnt. Alle sind schützenswert. In ihrer Gesamtheit sind sie einmalig. Die horstnahen Storchenwiesen und Auwaldzellen. Ein Naturdenkmal. Der Teichkettenweg. Eine beliebte Wanderstrecke. Der Malerwinkel, ein Naturdenkmal und Naturschutzgebiet. Die Blockheide, ein Naturpark, Naturschutzgebiet und Natura 2000 Gebiet. Die Leinsitzniederung, ein Naturschutz-, Ramsar- und Natura 2000 Gebiet von internationaler Bedeutung. Das nordwestliche Wasserfeld. Ein vogelkundlich bedeutendes Natura 2000 Gebiet. Die Sandgruben, ein Ersatzlebensraum. Als Ausgangsort unserer Bilderreise bietet sich der Schlosspark an, der als grüne Lunge direkt an den sehenswerten Stadtplatz anschließt.